mich heute frisst und ist das nicht die letzte Staffel? Ich hab keine Ahnung, aber werde kurz einen Text im Klatschen. Flo, mach mal irgendetwas, dass die Leute nicht so scheiße sind und dann lass mir dein Geld da. MP3, ich bin wieder dabei. Ach, ich war hier noch nie, Digga, scheiß mal darauf. Sehe Runde dann und merke, dass die Leute sehr wack sind. Ich hole Platz 1 und bin raus, aber das reicht ja dann auch. Den Shit hat keiner gebraucht. Doch Flo, ich steige nicht aus. Nehme das Preisgeld und schau manchmal vielleicht auch eine der wacken Qualis an. Also ein paar Sekunden, dann werf ich mein Handy an die Wand. Die Reparatur kommt aber raus aufs Preisgeld. Oder Flo, gib einfach noch ein anderes. Genug Ausstiege gibt's sowieso. Aber das checkst du nicht, weil du denkst, dass du der Beste bist. Doch was soll man erwarten? Du hältst keinen Text, echt für talented. Und kein Text, guck, wer du bist, kannst du einen Beat von mir kaufen. Und dann darauf nicht klarkommen, Rap-Genie des Jahrtausends. Ist dann wirklich einmal jemand talentiert, ist in Top 1, dann ist jetzt nur durch eine Wildcard. Kann ein Turnier echt so lost sein? Ey, als ob ich mir hierfür noch Mühe geben werde. Stecke mehr Aufwand in Bloodys Quali als in diese hier, doch reicht locker, wenn man die anderen im Vergleich mal betrachtet. Ich bin hier, um im King-Finale Flow und Taibo zu klatschen. Ach nee, sorry, ich mein WNBUH2. Oh, mein Fehler, gönn mal trotzdem bitte Platz 1, Flo. Obwohl das dann ja fair wär, Flo, das kannst du nicht bringen. Wär ja auch boring, wenn ich die Hälfte nach den Qualis verschwinde. Viertelstunde Analysen und man hofft dann mal auf ein kluges Wort. Doch ich schneid die Versprecher raus und reuploade als YouTube-Short.